in a revolving door. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal ist es Road to 105. Im Hintergrund seht ihr, wie ich auf Level 105 gelevelt habe, von 95 auf 105. Das hat mich circa einen Monat gekostet mit Autojagd und teilweise selber und so. Und ja, jetzt kommt eigentlich mal das Video. Das liegt bei mir seit, wie man an den Steinen sehen kann, circa Oktober rum. Ja, es war auf jeden Fall ein großes Projekt für mich, von 95 auf 105 zu leveln. Jetzt habe ich die Tage meine Chami von 75 bzw. 77 oder so auf 94 erstmal gelevelt und ihr wird jetzt dann die Tage auf 95 kommen durch Quest, da leider mein Kostüm abgelaufen ist und ich will jetzt kein Won in Kostüme stecken. Ich möchte eher mein Snow verbessern mit Equipment. Ich habe noch geliehenes Equipment auf meinem Charakter. Das würde ich gerne zurückgeben und eigenes Equipment, denke ich mal, langsam wieder weiter aufbauen. Ich habe mittlerweile komplettes Wind-Equipment auf Snow White. Dank der 95er Map habe ich es mir aufgebaut. Ich habe viel Blitz-Equipment für, also Schmuck-Blitz, Blitzschmuck im Prinzip. Ich habe Feuer-Equipment aufgebaut. Ich bin eigentlich fast bereit für Rasador. Ist auch mein großes Ziel im Prinzip zurzeit, dass ich Rasador solo schaffe. Ich würde es vielleicht vom Aushalten her mit Kostüm schaffen, aber vom Damage her müsste ich noch ein bisschen was aufbauen. Ich bräuchte vielleicht noch Smaragdorange plus 8 mit drei Fassungen und jeweils halt dreimal Smaragd drin. Vielleicht eine HTA statt einem Sub, das ich gerade habe. Zumindest sowas oder halt ein WGA, damit ich halt mehr Leben halt, dann halte ich halt ein bisschen mehr aus. Feuerschuhe bräuchte ich noch, ich bräuchte noch ein Zodiac-Schwert. Ich habe noch so ein paar kleine Dinge, die ich noch aufbauen muss auf dem Charakter, sodass ich eigentlich mal Rasador Solo pack. Solo bedeutet halt mit einem zweiten Charakter von mir. Ich habe leider noch nicht die Chami auf 100. Das wird aber, denke ich mal, noch ein bisschen dauern, da das Equipment aufbauen auch noch eine Weile dauern wird. Wird es sich ein bisschen jetzt hinauszögern. Ich hätte sogar fast voll Wind-Öko für die Chami, sodass sie auch auf der 95er laufen könnte, theoretisch. Ich habe sogar eine Orchi zum Leveln gekauft, weil irgendwann die Jungheldenwaffe abgelaufen ist. Und mir so, okay, Panik. Ich brauche eine Waffe. Ich habe für die Orchi meine Chami. Das Ding hat irgendwie 35 oder 36 Stasis. Ist plus 9, 4er PVM. Habe ich ca. 14 Mann gezahlt. War das günstigste und beste auf dem Markt, was ich finden konnte, so für den Preis. Danach ging es halt hoch zu 40 Mann und so. Und die Sachen waren nicht wirklich viel besser. Und ja, ich hoffe, es werden in Zukunft mehr Videos kommen. Wegen dem Studium ab dem Oktober kam ein bisschen wenig, beziehungsweise eigentlich nichts. Und ich hoffe, es wird sich dann im nächsten Jahr ändern. Es war jetzt das erste Semester. Ich hoffe, es wird sich bessern bei mir. Und ja, freut mich auf jeden Fall auf 2020, denn da werde ich hoffentlich bereit sein für ein paar eigene Runs, für den Rasador und auch ein paar andere Dinge. Ich mache mit der Gilde ganz viel tatsächlich. Wir machen gemeinsam Melee, wir machen ab und zu darf ich auch mit in den Zodiac, wenn ich halt nachfragen würde. Ich frage sie nach, okay, darf ich mit, dann darf ich auch mit. Aber ich will auch schauen, dass ich halt ein bisschen was alleine schaffe, sodass ich euch geilen Content liefern kann. SAO wird natürlich weiterhin kommen, sobald sich das bei mir jetzt ein bisschen gelegt hat, ich ein bisschen mehr Ruhe habe und so. Und ja, gleich demnächst kommt die Klausurenphase im Januar. Und ja, mal schauen, dass ich alles gut überstehe und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Euer Snow White. Ciao.